Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ihr seht schon, ich habe 28 Uranium Ingots eingesammelt. Die können wir in die Enrichment Chamber oben mal hauen. So, bei der ganzen Kabellage hier wird ja eben schon schlecht. Hauen wir mal das Ganze hier rein. Der kommt nicht mehr hinterher mit Energie. Vielleicht sollte ich mal halbieren die Zeit, dann kann sie das hoffentlich... Es muss genug drin sein die ganze Zeit, das ist das Problem. Ich muss eine ausbalancierte Menge finden. Eine schön ausbalancierte Menge. Uranium 38, 35. So, dann schauen wir mal nach vorne. Musste ich die nicht sogar irgendwie einschalten? War da nicht was? Irgendwie, glaube ich, war da was, dass ich den aktivieren müsste. Muss ich den, brauche ich einen Lever dafür? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mit Lever. Ich habe aber noch einen. Ich kann den ja rein theoretisch hier anstecken. Ah, schau, jetzt sind wir live. Piep, piep. Ah, die Zahlen gehen nach oben. Irgendwie baue ich Hitze auf. Das ist nicht der Plan. Dann bauen wir hier noch. Jetzt gucken wir erstmal nochmal nach Coolern. Schauen wir mal, dass das Ding hier funktioniert. Und dann können wir es mit dem Stromnetz verbinden. Cooler. Wir brauchen einen Cooler, der nur mit der Wand verbunden sein muss. Nein, das war jetzt nicht der Plan. At least one reactor cell or active moderator block. At least one reactor cell. At least one moderated block, at least on one valid water cooler or cooler to active one must be ejected to at least one reactor cell and one reactor casing must be ejected at long. Water quartz cooler must be ejected one valid redstone cooler and at least one reactor casing must be at least one reactor cell. Also wenn ich mir jetzt zwei davon mache, ich meine, jetzt hier at least at two reactor cells, one redstone cooler and at least one reactor casing. Ah, ich habe keinen. Oh Mann. Liquid Helium, wo kriege ich Liquid Helium her? Okay, aus Helium. Helium mache ich im Fusion Reactor oder Neutron. Oh Gottes Willen, das wird noch lustig. Wie warst du? Do you want a reactor cell? Dann platzieren wir halt noch ein paar von denen hier. So. Und du musst nur at least one reactor cell. Dann kann ich dich hier rein theoretisch hier platzieren. So. Das ist ja jetzt doppelt so viel Cooling. Weil wenn ich die starte... steigt da nichts. Aber die Energie... und das rasend schnell. So will ich das sehen. Muss ich unten nur noch eine Kabelverlegeaktion starten. Damit ich hier oben nicht unbedingt so einen Kabelbau durchgehend habe dann. Aber jetzt als erstes muss ich diese kleinen Klumpis zu großen Klumpis machen. Und diese großen Klumpis mit so verbinden. Dann haben wir dreimal hier noch ein bisschen was. Und können es in den Reaktor reinhauen.
Geil. Endlich eine gute Energieversorgung. Klar, der ist noch nicht perfekt aufgebaut. Da muss ich mich dann noch gucken, wie ich das in Zukunft mache. Aber so ein Ding hält eine Ewigkeit, wie scheint. Es macht 1560 RF pro Tick. Okay, es hält jetzt auch nicht Ewigkeiten. Dafür müssen wir halt wirklich tonnenweise Uran eigentlich abbauen. Gibt's dafür nicht irgendeinen Trick? Nuklear. Ich muss doch irgendeine Paste herstellen können, rein theoretisch, die depleted. Die ich jederzeit herstellen kann. Forium. Das kriege ich aus Forium Oxide Ingots. Die kann ich wahrscheinlich nur aus Oxide Dust. Forium und Oxygen oder Liquid Oxygen. Kann ich rein theoretisch aus Trüffeln machen. Okay. Ich kann. Ich könnte natürlich Trüffeln machen oder Bacon. Resource Hawks. Ich könnte rein theoretisch einen Resource Hawk machen, auch der wahrscheinlich dieses Nuklearzeugs hier trägt. Also Uranium, wenn ich jetzt guck. Uranium. Genau, gibt's hier. Bucket of Mud. Uranium, Dirt und ein Wasserding. Und dann kann ich das draus machen. Wie mache ich Uranium Dust? Ja, okay, das sollte jetzt auch nicht die Schwierigkeit sein, aber er produziert auf jeden Fall Energie. Langsam und gemächlich, wenn das Ding hier ordentlich an Energie zunimmt, sollte das fürs Erste passen. So, da hinten geht es ein bisschen ab, da will ich jetzt mal ganz kurz hin. Da geht es gar nicht so ab, wie ich es mir jetzt gerade erwünscht habe, meine Güte. Wer bist du, Gudo? Betrug. Komm her, ich will dich noch vernichten. Abschluss. So. Ich will auf jeden Fall erstmal das da drüben so ein bisschen self-sufficient machen. Am liebsten würde ich ja sagen, okay, dafür müssen wir jetzt das Ding hier weiterverwenden, aber das muss ich offline machen, weil wenn ich jetzt hier die Wand erweitern will, beziehungsweise das Gebiet, ich gebe dir immer diese schönen Trüffel. Was mich interessieren würde, kann ich einen Resource Hawk mit einem Resource Hawk mixen? Can dig for truffles. Rein theoretisch, wenn ich die weiter züchten könnte, kann ich die auch umbringen. Wie gesagt, ich will jetzt hier das weiter testen und alles gut. So, von dem bekomme ich dann 2 Becken Redstone. Und irgendwie konnte man... Schauen wir mal, Bacon.
Und wenn wir da jetzt, keine Ahnung, irgendein Ding nehmen. Das kann in einem Grinder oder einem Crusher verwandelt werden. Einen Crusher habe ich. Dann letzte drei. So, irgendwo habe ich einen Crusher. Aber Manufacturer. Crusher war hinter hier. Nee. Das war meine. Ich habe doch bestimmt irgendwo einen Crusher gehabt. Okay, das Squeezer, Mechanical Döns. Na, da ist der Crusher schon. Biofuel habe ich noch ein bisschen was dran. Dann tun wir den Bacon da rein. Und kriegen Redstone rein, in dem Fall zum Beispiel. Und wenn ich die Trüffel rein tue? Wie muss ich die Trüffel jetzt in dem Fall behalten? Truffle Red. Stone hier haben wir so. Davon braucht man jeweils 4. Um sie zu verwandeln. Ich kann die ins Netzwerk packen. Juhu. Können das ganze Nachzeug auch mal Ding ran. War ja viel. Auch mal fürs erste. Energy Cable, Automated Torches. Also ich müsste eigentlich hier unten drunter jetzt ein fettes Kabel legen. Zur Stromversorgung. Blöde Team müssten wir eigentlich. Es gibt auch gleich sowas wie Remote. Was hieß es? Transmitter oder sowas. Ich weiß, dass es sowas gibt. Energy Transfer Node. Neverbrick. Ich kann ja never. Neverrack. Stimmt. Ansonsten haben wir das Deck schnell gemacht. Zack. Dann hat sich das Ganze wieder aufgelöst. Und von Neverbricks. Im Inventar welche zu haben, ist nie schlecht. So. Ganz vorsichtig natürlich. Den Rest schmeißen wir wieder ins Netzwerk. So, und wenn ich euch jetzt nehme und dann ins Netzwerk schmeiße, dann kann ich die Energy Transfer Nodes machen, 2 Stück. Gut. Wireless Transmission to Energy. Use Power Energy Transfer Pipe. Energy Transfer Pipe? Wait, what? Usage Power Energy Transfer Pipe? Energy Transfer Pipe. Energy Trans. Ah, usage power. Das ist, wie viel die transportieren können. Holy shit, also sollten wir eher in die investieren. Die brauchen ganz viel. Und wie gehen die? Und die Stabilisation, kann ich die Hardcore-Dinger machen? Okay, davor brauche ich Enderium. Ding und das mache ich aus Blend. Das hat LED und hat Platinium drin. Ich glaube, Platinium habe ich bis heute noch nicht gefunden. Oder aus Diamanten und Silver Amber. Okay. Ah, dann kriegt man halt die Hardcore-Pipes, ne? 25.000 RF pro Tick. Ich weiß gar nicht, ob das teilweise reichen würde. Der ist meistens Levishant. Jetzt was, wenn ich jetzt warte mal, ich mach mal GPS-Ding noch. GPS und Z
das auf diese Batterie hier. Let's try this. So. Kommen wir mal zu der Maschine. Kommen wir mal zu ihr und schauen, wie weit das Ding ist. Holy shit, das hat schon ordentlich gepumpt. Volle Transfer Rate. Always on. Battery. Wie schaut es hier aus? Der erste ist fast durch, okay. Dann schauen wir uns auch mal schnell an, ob das funktioniert hat und wir das jetzt wirklich transmitten. Das wäre natürlich mega cool. Dann tue ich in Zukunft immer so kleine Batterien hinstellen und dann haben wir sozusagen so Bereiche, wo wir Strom haben. Der Batteriegehalt steigt auf jeden Fall, nennen wir es mal stetig. Okay, es funktioniert. Wir müssen bloß weiterhin vielleicht dann das Ding bauen mit den Zellen und allem drum und dran. Um noch eine höhere Tickrate zu erreichen. Ich weiß nicht, wie viel können eigentlich die Kabel übertragen? Ich denke mal auf einen Schlag 64.000 FE, okay. Weil, rein theoretisch, wenn wir in Zukunft mehr Zellen noch reinbauen, mit noch mehr Kühlern, dann sollte das ganze Jahr genauso gut oder noch besser funktionieren. Depleted Fuel. Weil aktuell tun wir nur 1500 produzieren. Und wir haben Cooling Rate, die sehr, sehr hoch ist in dem Fall. Ich denke also, wir können hier noch Strom ein bisschen backen, aber das, was wir bis jetzt schon generiert haben, immerhin haben wir jetzt schon, warte mal, ich muss gerade gucken, 153.342.059 FE in dieser Batterie gelagert. Das ist schon brutal, wenn man überlegt, dass das Ding 655 Millionen FE lagern kann. Also wir haben schon ordentlich einen Teil drin, wenn wir das Ding jetzt noch, weil immerhin ist das sicher nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn wir jetzt dann hier noch eine Zelle hin tun mit nochmal Cooler, hier nochmal Cooler hin und dann versuchen das Ding wirklich so bummvoll wie möglich zu bauen, wird das schon heftig, weil ich würde dann hier Redstone hin tun, dann nochmal hier ein Cooler und dort nochmal Cooler und mal vollbauen. Einfach mal vollbauen und schauen, wie gut wir das wirklich hinkriegen. Das machen wir aber in der nächsten Folge dann. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.